Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben, Gott, wir haben so vieles, ne? Wir haben so vieles noch hier offen. Ich meine mal, wir haben ein paar Szenerien. Hier wäre noch eine Fünfer. Da auch noch eine Fünfer. Also, aber alles scheint auf Fünfer rauszulaufen. Dementsprechend Karl Marx. Da habe ich jetzt keinen Plan, was das für ein Ding sein könnte. Gehen wir einfach mal da das machen. Da das eh in Whitechapel ist und wir dann gucken können, ob wir dementsprechend ja mal ein wenig dann Whitechapel fertig kriegen, wenigstens von den Sammelaktionen und so her. Wo es mir eigentlich auch wieder einfällt, eigentlich habe ich den letzten Helix noch gar nicht, ne, in Whitechapel. Muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Ich meine mal klar, es sind keine Hauptmissionen, die ich hier gerade mache. Oder vorhabe zu machen. Sondern so eine Nebenaktion. Aber trotzdem Quests. Ne? Und ich möchte dorthin. Das heißt dort drüben. Yay! So, das ist der Dingshändler. Es würde mich jetzt trotzdem mal interessieren, wenn ich jetzt hier reingehe, hat er dann nur noch was zum Dingsen zum Verkauf so drin, oder hat er hier zum Beispiel auch alle Helix und so? Hier für Sie. Danke sehr. Vor mir solltest du lieber Angst haben. Sollte was? Sollte was? Hm? Na, hier, er hat auch nur noch die Dings. Lass uns ein paar Hühnchen rupfen. Oh, cool. Interessant. Finde ich interessant, dass ich zweimal hintereinander beim gleichen mir was holen konnte. Sorry. Aber ich muss hier mal durch. Zack, da drüben haben wir es nämlich. Zack. Zum letzten Mal Bewegung, sonst. Sie machen mir keine Angst. Ich verlange gehört zu werden. Nein. Komm. Ja, guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Hm? Hören Sie zu. Ich wurde beauftragt, Ihre Kundgebungen zu verhindern. Nein, Sie müssen mich anhören. Die Bewohner dieser Stadt brauchen dringend Ihre Hilfe. Ah, Sie sind Jacob Fry, oder nicht? Und Miss Fry? Sie haben uns etwas voraus, Sir. Karl Marx, genau wie Sie bin ich eine Art Aktivist. Sie sehen aus, als würden Sie etwas von uns wollen. Jawohl. Sie haben zuletzt mehr für Londons Bürger getan als jede andere Unternehmung in den letzten 10 Jahren. Aber diese Bürger waren bereits relativ gut versorgt. Ich fordere Sie heraus, denen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen, der Arbeiterklasse. Interessante Herausforderung. Wir akzeptieren. Sollten wir bei solchen Dingen nicht wenigstens mal reden? Was soll's? Wir akzeptieren. Hey, die Arbeiterklasse kann helfen.
ich mal machen. Ich organisiere ein diskretes Treffen mit gleichgesinnten Freunden, um über Gewerkschaften zu sprechen. Leider hat die Polizei von meinem Vorhaben erfahren. Sie folgten mir wie die Fliege den Exkrementen. Okay. Wie dem auch sei, ich brauche Hilfe, um zu dem Treffen zu gelangen, ohne dass die Polizei uns dazwischen kommt. Spione mit hängenden Fässern. Sehen Sie, das ist einer Ihrer verdammten Spione. Na, willst du uns folgen? Folg uns doch, hä? Tu uns doch mal den Gefallen und folg uns. Das wird mein Schuss! Zack. Zack. Zack, 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 zack. Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Irgendwo noch hängende Brüll? Nö. Na, geht's weiter? Zack, 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 zack. Ich krieg's nicht hin mit den Fässern. Deswegen. Folgen. Schnell folgen. Zack. Zack. Probleme mit der Polizei in Paris. Gut, Paris und Brüssel. Und vielleicht auch Köln. Unser nächster Verbündeter erwartet uns in einem Pub in der Nähe. Gehen wir. Zweifellos hat die Polizei schon ihre Spitzel vor Ort. Ich warte hier, bis die Luft rein ist.
Ach so, okay. Also. Okay, also sollte ich zum besten die schon mal aufspüren, bevor es losgeht. Okay. Jetzt glaube ich tatsächlich über die Dächer machen sollen, dass ich selbst über Dächer springe. Damit ich nicht natürlich. Fraktionskraft vor dem Parkblock. Fraktionskampf? Mit Fraktionskampf? Alles gut? Schnappt sie euch! Schnappt sie euch! Ich hasse euch alle! Mause tot! Jetzt löst du das nicht mehr auf, was? Watch out! Zack, 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 zack. Und schon haben wir ihn. Zu mir. Der übliche Ort. In einer Stunde. Ich komme, Mr. Marks, Sir. Okay. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? Eben. Kämpfen mit denen. Ich glaube, unsere Arbeit hier ist getan. Kommen Sie, verschwinden wir und gehen zu dem Treffen. Ich weiß Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit zu schätzen. Nur wenn sich die Arbeiter frei und in voller Stärke zusammentun, können wir die Reformen durchsetzen, die wir mit Sicherheit verdient haben. Darf ich Sie bitten, bis zum Abschluss des Treffens in der Nähe zu bleiben? Ich fürchte, natürlich. Es könnte zu Problemen kommen. Da vorne zum Beispiel. Sehe ich doch schon. Einen Gegner. Wie ich sagte, Marx wird hier sein. Hat es mir selbst gesagt. Und jetzt zu meiner Bezahlung. Du kriegst deine 30 Silberlinge. Keine Sorge. Es scheint, die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ups. Ist außer Gefecht. Scheiße. Ja. Da habe ich zu blöd überlegt. Ich hatte zwar Halten gesehen, aber das war ja für Niederschlagen. Uncool. Ist uncool. Ist uncool gelaufen. Ja. Ist uncool gelaufen. Muss ich ganz offen und ehrlich zugeben. Ist uncool gelaufen. So. Ja, komm. Die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Könnten Sie den Gentleman zurückholen? Ich will ihn zu Gesicht sehen. Na komm.
Guten Tag. Oh Gott, das ist Marks Mann fürs Grobe. Rettet mich! Na? Kommst du runter? Freiwillig runter oder? Erstmal. So. Hallo? Hallo? Willst du mal? Meine Fresse. Muss ich's nochmal machen? Ja, sorry. Es war halt verbuggt. Im Grunde muss ich ihn kriegen, bevor er auf den Wagen steigt. Das ist natürlich ein bisschen. Bisschen doof. Das ist natürlich ein bisschen doof gelaufen. Na komm. Ja, komm. Lass mich mal weitermachen. Oh, diese Ladesequenzen. Ich meine mal, wir sind in der Gaming-Industrie so weit von der Technologie, ne? Dass wir so'n Scheiß eigentlich gar nicht bräuchten. Weißt du? So eine Ladesequenzen. Aber nein. Die Bewegung ist dazu verdammt, von innen verraten zu werden. Zack, zack, zack. Und bei den beiden. Und bei ihm. Spinnst du? Du machst einen großen Fehler. Ich rate dir, hör auf zu zappeln. Da, 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 da. Na. Von dir, das wird ein letzter sein. Na. Nein, nein. Es wäre klug, ruhig zu bleiben. Es wäre sehr klug. Mach ja keinen Laut. Kein Mucks, dann lasse ich dich vielleicht am Leben. Yep. Ich will dir nichts tun, aber ich würde es tun. Genau, ich will dir nichts tun, aber ich würde es tun. Wir sind schon richtig gute Freunde, oder? Würde ich auch sagen, oder? Ruf ja nicht nach Hilfe. Nicht ein Wort. Nein. So. Simon, mein Freund, was bringt dich dazu, so etwas zu tun? Hat sich die Partei nicht um dich gekümmert? Der Leiter der Mühle sagt, jeder, der in die Gewerkschaft geht, hat am nächsten Tag keine Arbeit mehr. Wie lange wird die Partei meine Familie denn durchfüttern? Wenn wir nicht zusammenhalten, sind wir verloren. Du brichst mir das Herz, Simon. Bitte, geh. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich hoffe, Sie unterstützen unseren Kampf weiter, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt.
Natürlich. Und damit haben wir diese nette Mission auch abgeschlossen. Leider die Spione halt nicht töten können, aber ich bin ganz ehrlich, die standen einfach zu blöd da. Die Spione mit den verhängenden Fässern. Standen einfach viel zu blöd da. Deswegen würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Warte mal. So. Dementsprechend würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Assassin's Creed Syndicate.